Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Space Engineers mit dem Zwergcube. Hi. Hallo. Okay, wir haben ein kleines Problem. Wir sind vor einem Rätsel stehen wir quasi. Ja. Naja, wir haben am Anfang ja gesagt, oh Mensch, mit einem Sauerstoffgenerator brauche ich ja gar nicht, wenn ich die kleinen O2-Tanks dran habe. Aber den brauche ich sehr wohl, weil sonst kriegen wir den Hydrogentank gar nicht gefüllt. Und das Blöde ist, der hat scheiße Anschlüsse. Ja, aber ich habe schon eine Idee, Will. Ja, erzähl mal. Der wir können ihn hier unten dran. Wir können ihn hier unten dran klatschen. Genau. Hier unten haben wir den noch da dran können klatschen. Da passt er auch dran. Das passt sogar noch mit dem Bohrer. Müsste das auch noch passen, dass der nicht rumzickt hier. Warte, pass mal auf. Ja, das mit dem Bohrer müsste klappen. Das stimmt. Sekunde, ich hoffe, dass der richtig hängt. Okay, deine restlichen Triebwerke sind alle soweit ready. Du musst nur mir ranbauen. Ob der da richtig hängt? Warte mal ganz kurz. Das werden wir gleich sehen, oder? Das müsste richtig hängen. Wir werden sehen. Ja. Die Anschlüsse sind mittig gewesen. Okay. Ja, das ist mittig. Reaktor? Das sollte passen, wenn ich bohre. Ja, klar. Reaktor muss klein passen. Oder groß? Jetzt die Preisfrage, Will. Ich brauche doch eigentlich nur einen kleinen, oder? Ja, die Bohrer, das ist schon ganz schön ordentlich. Ich weiß nicht, was du an Strom mit dem Bohrer, also die Schubtriebe. Nee, mach einen kleinen. Weil mir fällt gerade ein, wir brauchen ja gar keinen Triebwerksschub mehr, also. Nee, aber pass auf, wir können ja, pass auf, wir haben ja, guck mal hier, wir haben ja doch Platz. Ich hole mir schnell Eis. Eins. Zwei Reaktoren, den zum initialen Zünden hier den Reaktor. Ja, ich hole mal eben Computer und Reaktorkomponenten. Computer da und Reaktor. Haben wir da überhaupt noch welche? Reaktorkomponenten. Nur noch Reaktor. Ein Gyrobraucher. Gyrobraucher. Ah ja, genau. Einen zum Füllen. Gyroskop. Würde ich ganz gerne zwei oder so dranhauen, vielleicht. Eins, zwei. Mach mal drei Gyros. Kann ja nicht schaden, ne? Sag mal, bin ich jetzt. Die sind dann auch zentriert. Was? Ach, jetzt habe ich den mittleren Reaktor so angebaut, dass. Ja, okay. Ist in Ordnung. Der braucht ja nur einmal befüllt werden. Muss nicht. Ja, warte, ich hänge ihn trotzdem nochmal um eben hier. Warte. So, ich gebe okay, Sprit passt. Rein. Schiff läuft, alles geht auf grün, weil wir sind ready. Ja, jetzt müssen noch. Hast du Eis? Hast du Eis? Hast du? Habe ich schon rein. Eis. Ach, echt? Hast du? Ja. Oh ja, ich sehe auch alles an hier. Tatsache. Oh, warte mal, dann baue ich ein Fahrwerk eben unten an. Ja. Fahrwerk. Das sollte man ja schon irgendwie haben. Warte mal, wo ist denn der Verbinder eigentlich? Unten. Ach, der ist noch frei quasi. Ah, verstehe. Okay, mhm. Ja, ja, den müssten wir jetzt. Warte mal, Sekunde. Mach ihn mal eben. Fertig. Cool. Wo kann ich jetzt noch ein Fahrwerk ransetzen? Obwohl theoretisch brauche ich. Ich brauche doch eigentlich. Mal zum Andocken eben hier, zum Aufsetzen. Sekunde. Okay. Alles klar. So, dann versuche ich das Ding mal eben. Ich steig mal eben ein. Moment. Steig mal ein und dann. Versuche ich dich oben mal loszumachen. Pass auf. Ja, Moment, aber erst weil Strom ich hat er auf ja, dein, ne? Strom ist da, Triebwerke laufen auch. Hab ja, gerade halt. Okay, bist du ready? Ja, mach mal. Das runterschall, falle den Stein. Jetzt. Okay, Schub nach unten kriege ich so nicht hier wegen Schwerkraft. Ich bin jetzt schon gelandet, ne? Ja. Du bist schon auf. Ah, nee, warte, drück mal P. Jetzt. P. Nee, der ist überfordert. Verdammt. Ah, ich habe noch eine Idee, Will. Nee. Ja, wir haben dann da oben haben wir doch keine Schwerkraft mehr. Das ist doch egal dann.
Ja, oben ist es wurscht. Stimmt, da ist, die genau. da ist nur das eigene Gewicht zu überwinden. Ja. Ich bin jetzt angedockt, ne? Ich bin jetzt angedockt und jetzt mache ich Strom aus, ne? Y, ja. oder? Oder dockt er sich dann nicht mehr an? Muss ich Strom anlassen? Du musst alles ausschalten, außer das Fahrwerk. Und die Reaktoren müssen natürlich anbleiben. Aber die dürfen fast nichts verbrauchen mit dem Fahrwerk. Warte mal, dann markiere ich alles eben. Sag ausschalten. Nee, dann geht auch der Fuß aus. Nicht, dass du umkippst. Ach so, ich kipp doch nicht um. Sekunde. Aber die Sortierer, warte mal, die den Auswurf, die Bohrer schalte ich eben aus. Mhm. Genau. Großer Frachtkont, die Gyros lasse ich auch mal an. Die Hydrogentangen, die Hydrogenthruster schalte ich auch aus. Ja, alle aus. Außer der hintere, der große ist noch an. Stimmt. Aus. Okay. So, die Reaktoren lasse ich an. Sauerstoffgenerator kann ich auch ausschalten. Genau. Und damit ist die Sache eigentlich geritzt. Das Cockpit bleibt auch an, ne? Verbinder kann ich ausmachen. Cool. Ja, die Reaktoren lasse ich an. Die Gyros lasse ich auch an. Ist das ganze Eis schon verbrutzelt? Ne? Das gibt's ja gar nicht. Ich mache jetzt wirklich alles aus hier, auch den Frachtcontainer. Meinst du, das Strom reicht hier? Komm, Inventar. Was habe ich denn hier? Ja, 8 Uran. Ist okay. Oh ne, der zählt aber gut runter. 8,28 Kilo, 8,27 Kilo, 8,25 ja, Kilo. Ja, weil er in die Reaktoren reinschmeißt. Der verteilt die gerade auf deine ganzen Reaktoren gleichmäßig. Schau mal, und wenn du ganz runter gehst, ja, okay. Der verteilt die gerade. Das ist, glaube ich, kein Problem. Ja gut, ist in Ordnung. Okay, dann lass uns los. Der Speedy passt. Also den Rest bauen wir oben. Einfach mal, ich bringe mein Bohrschiff mal eben weg. Und kannst du das kleine Ding hier mal demontieren eben, dass wir da die Materie, das kleine da was übrig ist. Ach warum? Lass mal doch da, oder? So als kleiner Kunde? Der doch auch in alle Richtungen. Ja, kann man auch. Aber ich dachte mir, gut, also wie gesagt, dann haben wir den als Notvorrat für den Fall, dass, ist der angedockt? Sind beide angedockt. Können wir beide sofort losstarten, weil... Ne, da haben wir den als Notfall. Ich dachte mir, für den Fall, dass wir nochmal ein Hydrogen-Dings brauchen und wir haben die Materialien nicht mehr. Das war so die Überlegung dabei. Ja, aber so ein Schiff ist noch nie verkehrt. So. So, haben wir. Ach ja, Krankenstation. Oh nein, Bell, wir können noch nicht los. Verdammt. Wir haben keine Kryokapseln oben, oder? Doch, die hatten. Alles da. Kryokapseln, Krankenstation, alles dabei. Aber ich habe mich letztes Mal. Hat das denn mal geklappt, dass ich mich oben aus der Kryokapsel auslogge? Ich weiß es nicht. Warte mal, ich gehe mal schnell auf die Krankenstationen. Krankenstationen. Wir haben noch keinen Jump Drive, ne, oder? Jump Drive haben wir nicht, brauchen wir allerdings auch nicht so dringend, weil sie ja erstmal nur. So. Genau. Was fehlt denn dann? Eine Antenne fehlt dir noch? Kryokammer 1-2 funktioniert, Antennen sind dran. Wir brauchen Ressourcen, Well. Wir wollten in den Heli Ressourcen einfügen aus der Basis und dazu muss das Skript weg. Ach so, Kontrollfeld, Moment, programmierbarer Block, Moment, Custom Data, was ist das denn? My Object Builder, Custom Data, programmierbarer Block, Custom Data, Heli programmierbarer Block, Custom Data, wo ist denn das, Ja, ich kann es nicht oben lassen. Der verteilt es sofort auf die unteren Raffinerien. Ja, warte mal. Ausführbares Skript ausführen. Warte mal, Sekunde. Recompile. Ach nee, bearbeiten. Ah, das ist der Inventory Manager, ne? Dann schalte ich den aus, den programmierbaren Block. Ja. So, jetzt ist er ausgeschaltet. Sekunde, gut. Ich gucke mir den anderen nochmal an. Was ist das? Ingame Skript beim Master. Ach, das ist für die Displays. Okay. Okay, ich nehme mal alles, ja. Vor allen Dingen, was wichtig ist, was ganz arg also jetzt wichtig ist. Also jetzt müsstest du es wahrscheinlich rauskriegen können, denke ich mir, oder? Ja, ich schau mal gerade, ich bin ja gerade im Heli, Moment. Ich nehme mal alles aus den anderen, vor allem das Eis, was woanders rumliegt, nehme ich mal hier raus und versuche das bei uns zu tanken. Heli, so kleiner Frachtcontainer, Heli-Raffinerie, Heli. Die Raffinerie in der Basis hat noch ganz viel Uran, glaube ich. Den schmeiße ich auch mal mit drüber, das Uran, ne? Oder? Ja. Bin ich gerade mal. Kann ich ja irgendwo in eine andere Raffinerie rüberziehen. Ich nehme aber nicht alles an Uran, ne? Oder?
Ja, das Problem ist, der zieht automatisch, dadurch, dass wir angeschlossen sind, zieht er das automatisch, wenn du es nicht in der Raffinerie packst, wieder zurück in die Leere. Wie kann ich denn nur die Hälfte rüberziehen? Ich hab's jetzt, ja, ich hab's jetzt direkt in der Raffinerie geschoben. Mhm. Nee, er zieht das wieder zurück der in die zieht Basis, das zurück. Ne? Wir müssten, warum? Warte mal ganz kurz, ich mache jetzt mal folgendes. Ich habe aber den programmierbaren Block ausgeschaltet. Ich habe ihn jetzt wieder angeschaltet. Ich nehme das Skript jetzt mal raus. Entfernen, übernehmen und schließen. Mal bearbeiten, Code überprüfen. Ich glaube, das können wir so fast gar nicht machen. Wir müssten das übertragen. Und aus. Was übertragen? Ich habe den programmierbaren Block jetzt. Eigentlich hat er keinen Code mehr jetzt. Eigentlich dürft ihr da nichts mehr machen. Das machen die Raffinerien von allein. Die merken, sie sind leer und ziehen dann aus dem Förderbandsystem die Rohstoffe rein, um sie zu verarbeiten. Ja, pass auf, ich schalte jetzt die Basisraffinerien einfach mal. Sekunde. Was wir allerdings machen können, ist, sind fertige Produkte mitnehmen. Das können wir machen. Nee, der nimmt auch die... Ja, der nimmt das alles mit. Haben wir nur eine Raffinerie in der Basis? Kann das sein? Ja. Nee. Eigentlich nicht. Es müssten eigentlich mehr sein. Heißen die nicht Raffinerien? Das luftdichte Hangartor ist noch alles unvollständig, ne? Was? Wir haben ja 8, 9 komplett kreischrote Sachen. Alles. Ja, das sind die Außen. Ne? Das sind die großen Hangarschleusen von der Base. Also wir haben nur eine einzige Raffinerie hier, sehe ich. Warte mal kurz, das kann man nicht. Ach nee, die anderen heißen Refinery. Okay, Sekunde. Ich hoffe, dass jetzt das dunkle Orange unsere Basis ist, ne? Kommt drauf an, von wo du angreifst, ja. Von dem Cargo-Container oben. Wenn du auf dem Heli. Auf der Platte quasi. Ja. Ja gut, oben das ist da. Das Grid der Basis, genau. Okay, dann schalte ich die Raffinerie jetzt aus in der Basis und dann schalte ich die anderen Refineries auch aus. Genau, und ihr schaltet. Pass auf, dann machen wir jetzt aber noch Folgendes. Sind ausgeschaltet jetzt. Okay, dann schalten wir jetzt die Frachtcontainer aus. In der Basis auch, ja. Oder wie? Kleiner Frachtcontainer, Tools. Okay, ich mache ich mal eben. Ich habe sie hier alle, auch Erze. Und den großen die sind ausgeschaltet. Ach nee, das ist Block- und Terminal-Anzeigen. Die kannst du nicht ausschalten, die Frachtcontainer. Die Frachtcontainer brauchen keinen Strom. Die kannst du nicht ausschalten. Du kannst nichts ausschalten, was keinen Strom braucht. Ja, kannst du denen sagen, die dürfen das Förderbandsystem nicht nutzen? Nee. Weil wenn ich nämlich den kleinen Frachtcontainer mit den Ohrs nehme und schieb unser Eis in unseren großen, unser 100.000 Eis in den Helicarrier-Frachtcontainer, dann zieht er den automatisch zurück in die Ohrs. Dürfte er nicht, das Skript läuft ja nicht mehr. Macht er trotzdem. Sekunde. Du nimmst von dem kleinen Frachtcontainer das Eis, auf ja? Auf die Ingots zieht er komplett zurück. In den Heli ziehen, in was denn? In den kleinen Frachtcontainer vom Heli zum Beispiel. Ja? Liegt jetzt ein kleiner Frachtcontainer vom Heli drin, das Eis. Ja. Ach, ich weiß, was du meinst. Sehr frustrierend beim Aufräumen. Aber der zieht das doch nicht von allein. Das muss doch immer noch dieses Skript sein da. Ich denke ja. Programmierbarer Block. Bearbeiten. Warte mal, Workshop durchsuchen. Easy's Inventory Manager. Ich mache nochmal okay. So. Wenn ich den Code jetzt rauslösche. Code überprüfen, ja, Kompilierung fehlgeschlagen. Aber es ist egal, es ist kein Code mehr drin. Der ist ja aus, der Block, ne? Ja, ist zusätzlich auch noch ausgeschaltet, der Block. Das kann es eigentlich nicht sein. Und der andere programmierbare Block, das ist nur das LCD-Skript. Das kann nichts machen. Das ist nur das LCD-Skript. Für die LCD-Anzeige, das wir in der Basis haben. Den haben wir im Heli auch. Sonst sehe ich hier keinen anderen programmierbaren Block mehr, der irgendwie einen Inventory Manager drin hat. Deshalb verstehe ich das nicht. Und eigentlich ist der programmierbare Block auch aus.
Warte mal kurz. Custom Data. Ich mache mal Recompile und ausführen. Warte, jetzt müsste gehen. Jetzt noch mal aus. Ja. Lass mich mal schnell auf den programmierbaren Block rauf. Ja, kannst du. Ich bin nicht runter. Der ist leer. Passt. Passt. Alles falsch. Richtig. Custom Data passt. Jetzt müsste aus sein. In den Custom Data stand nämlich noch der. Stand nämlich da irgendwas noch drin. Und jetzt probiere ich mal was. Pass auf. Ich habe das Eis gerade. Nee, das Eis geht wieder zurück. Wir müssen wahrscheinlich einmal den kompletten Spielstand neu starten. Einmal alles neu booten oder sowas, damit das Skript aufhört, glaube ich. Das Uran. Das Eis zieht er wieder zurück. Er zieht es wieder zurück. Ich habe es gerade ausprobiert. Er zieht es wieder zurück. Das kann aber auch sein, dass das noch in den Verbindern drin hängt, weil. Weil ich ziehe gerade unheimliche Mengen an Uran in den Carrier rein. Und der füllt aber immer wieder nach, weil es durchaus sein kann, dass wir einfach voll sind. Aber warum zieht er denn die 103.000 Eis gerade wieder rüber? Weiß ich nicht. Ich habe gerade 103.000 Eis rübergezogen, aus dem Sauerstoffgenerator zum Beispiel auf der Basis. Den zieht er sich sofort wieder. Ja, aber klar, weil der Generator natürlich, warte mal, Sauerstoffgenerator, dann machen wir den Tank, ist aus und der Sauerstoffgenerator Base ist auch aus. Okay, dann zieh ich es nochmal rüber jetzt. Ist es wieder irgendwo anders hin verschwunden? Ist es nicht mehr im kleinen Frachtcontainer? Eis. Also im Heli sind jetzt 103.000 im Sauerstoffgenerator. Ah, die sind da reingerutscht. Das Eis. So, pass auf, ich ziehe jetzt nochmal 196.000 Eis rüber. Mhm. Die werden jetzt im Heli auch irgendwo anders landen. Ich weiß aber nicht wo. Nee, die 196.000 sind sofort wieder in den kleinen Frachtcontainer rübergezogen worden auf der Basis. Der kleine Frachtcontainer, Erze heißt der. Okay. Nennen, warte mal. Kleiner. Frachtcontainer Ors. Eben, benenn den mal um. Lösch das Ors mal hinten raus. Vielleicht bringt das ja was. Schalt ihn komplett aus. Weil ich glaube, dass das Skript immer noch irgendwie im RAM läuft, irgendwie, bis wir neu gestartet haben. Das macht aber auch keinen Sinn. Ich krieg das Eis da nicht rausgezogen. Der pumpt das immer wieder zurück. Und das Uran auch. Ach, du ziehst gerade irgendwo hin. Zieh gerade raus. Ja, zieh das zurück. Okay. Warte mal kurz, dann machen wir das anders. Hast du den umbenannt oder nicht? Nee, warte mal, mache ich gerade. Ja, das musst du tun, das ist das Allerwichtigste. Danach sortiert ihr das ein. Jo, hab's. Ist umbenannt. Probier's nochmal. Ich versuch mal. Noch bleibst du. Jetzt hat er. Hä, ich hab noch umbenannt gerade. Hä? Der nennt sich. Er hat jetzt. Dann läuft das Skript noch. Wir müssen einmal neu starten. Oder wir müssen den programmierbaren Block abbauen. Kannst du den. Wir müssen den abbauen. Den müssen wir wegflexen. Weiß gar nicht, wo der wegflexen. Ist. Ich auch nicht. Den müssen wir jetzt suchen. Block im Terminal anzeigen. Show Block in Toolbar Config. Auf HUD anzeigen. Okay, so auf HUD anzeigen. Lass uns den suchen. Komm. Den müssen wir wegflexen. In der Basis. Der muss abgebaut werden. Was ist ein scheiß Skript, ey? Weil man das nicht mal umprogrammieren kann. Das ist ja ätzend. So, der wird ja irgendwo unten in der Basis rumliegen. Ich probiere gerade noch ein bisschen mit den Einstellereien hier aus. Warte, ich habe ihn gleich. Da ist er. Und weg mit dir. So, Thema durch. Ich heile mich gerade mal. Versuch's nochmal bitte, der Block ist jetzt weg. Ja. Nein. Wenn das jetzt immer noch nicht geht, dann müssen wir einmal alles neu starten. Komplett beide Systeme einmal neu starten. Ja, nimm da aber auf jeden die Fall. Ist um dann quasi, bis wir das gemacht haben, irgendwie. Das ist das Ärgerliche. Dann kommen wir jetzt doch nicht mehr weg, so ein Scheiß, ey. Das war nee, also nimm da auf jeden Fall, warte mal kurz. Es hat sich hier komplett verselbstständigt. Programmierbarer Block im Heli. Kann das sein, dass unser Heli-Block das noch macht? Nee. Kannst ja gucken. In-game Script bei MM. Das ist das LCD-Script vom Heli, genau. Genau. Nee, wir werden einmal neu starten müssen. Das hängt hier im Rahmen von dem Spiel. Das Spiel kriegt es anscheinend nicht hin, das abzuschalten irgendwie. Das ist meine Meinung dazu. Kann natürlich auch mit einem Bohrschiff zu tun haben, was hier noch angedockt ist. Das Bohrschiff? Docke ich jetzt erstmal ab. Wo hängt das Bohrschiff?
Ja, ein Verbinder, ne? Und zieht aber ja von, ohne Ende immer alle Sachen halt, ne? Von der Base, ne? Außer dem. Ah, da ist ja nichts dabei. Also nichts dran. Aber wir haben doch nochmal einen programmierbaren. Ach nee, du hast den anderen programmierbaren Block hast du ja abgenommen, ne? Ach, ich hänge auf der Decke. So, eine Sekunde. Welches Cockpit muss ich denn nehmen? Das obere oder das untere? Ich kann mich nicht abdocken, ne? Geht nicht mehr mit deinem Bullshit. Funktioniert nicht. Warum nicht? Ich kann mich nicht abdocken. Keine Ahnung, ich komme von dem Verbinder nicht los. Warte, ich komme mal. Fee. Ah, doch jetzt. Okay. Okay, ein bisschen hart aufgeschlagen auf dem Boden. Oh ja, nichts passiert. Vielleicht zieht der das ja mal raus. Ich weiß es nicht. Irgendwas muss es ja liegen. Pass auf, jetzt probiere ich nochmal. Das müssen wir vor der nächsten Aufnahme fertig machen und klären. Das möchte ich nicht nochmal in die Aufnahme machen. Da ging das ist ärgerlich. Aber 20 Minuten lang versuchen wir die Scheiße da rauszuziehen. Echt doof. Ich probiere das nochmal gerade. Vor allem, was stimmt denn nicht mit dem Ding hier? Also die Raffinerien im Heli sind alle voll. Könnte es damit zu tun haben? Die können überhaupt nichts mehr umbauen, die Raffinerien. Die sind komplett voll, randvoll, die Raffinerien im Heli. Ja, das ist in Ordnung. Das darf er ja auch haben, theoretisch. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Ja, die Raffinerien, die ziehen ja die Rohstoffe egal von wo. Hauptsache, das hängt am Grid dran. Ah, warte mal, Verbinder. Ja, was willst du da jetzt abschalten? Warte. Heli-Verbinder. Nee, da hängt auch kein Custom. Ich dachte, da wäre noch irgendeine Custom-Data oder sowas drin. Filterlager-Inventare, Heli. Wir könnten höchstens eins machen. Wir könnten wirklich. Einmal beide Spielstände neu starten und dann. Nee, ich glaube, das kippt aus dem RAM raus. Nee, ich glaube nicht, dass das hilft. Also, ich vermute, meine bescheidene Vermutung ist jetzt, dass wir. Also, quasi, du musst. Die Raffinerien, da gibt es kein Skript für. Die ziehen jedes Mal das Ohr weg. Ich vermute, ja, aber jetzt geht das hier in den kleinen Frachtcontainer mal wieder rein. Und das ist der Fehler. Der Frachtcontainer kann sich nicht verselbstständigen. Irgendwie. Genau. Wenn die Raffinerien voll wären in der Base, dann würde er nicht mehr ziehen können. So, jetzt können wir höchstens eins machen. Die Variante, die am unspektakulärsten ist, was aber am meisten Arbeit macht, ist das Ding einfach. Frachtcontainer abbauen. Nee, ist die. Wir docken einfach ab und schmeißen es händisch von A nach B. Ja, das müssen wir wohl machen, ne? Dass die, weil der, ansonsten, solange das alles verbunden ist, zieht natürlich der Helicarrier die Sachen aus der Base und andersrum. Das ist ein Fluss, den kannst du fast nicht trennen, weil die Raffinerien, sobald die Kapazitäten haben, nehmen die natürlich die Erze, die nicht verarbeitet wurden, auf. An welchem Verbinder hängt denn der Heli? Oben, am Dach. Ja, welcher Verbinder ist das in der Basis? 4, 5, 6 oder 7? Warte, Moment. Das ist eine gute Frage, ne? Warte, ich kann mal gucken, ob ich einen. Ach, mach mal auf Fahrt anzeigen und dann stehst du gerade oben beim Heli, ja, ne? Ja. Dann mach mal bei allen Verbindern auf Fahrt anzeigen. Auf Fahrt anzeigen und dann, weil ich bin gerade unten in der Basis. Moment. Und dann sag mir mal, welcher das ist, weil dann kann man doch den alles einsammeln irgendwie vielleicht oder alles rauswerfen oder irgendwas vielleicht. Moment, auf Fahrt anzeigen an. Es müsste wahrscheinlich das Verbinder 7 sein, ja. Weil den kann ich nämlich vier regeln und entregeln. Da steht auf rauswerfen aus und alles einsammeln 7. aus. Kann man den jetzt nicht irgendwie einstellen, dass der nur in eine Richtung, dass der nur... Nee. Das ginge nur dann, wenn dann Verbinder rauswerfen. Ja, das, nee, das ist wieder anders. Darum geht's ja. Das könntest du dann sagen, wenn du einen Sortierer dran hättest, dass er nur in eine Richtung oder eine andere Richtung Ressourcen abgeben kann. Dann müsste aber das System dahinter deutlich komplexer sein, als wir verbinden einfach alles miteinander. Ach, reicht das nicht, wenn ich jetzt einfach sage, nur rauswerfen oder sowas? Und dann schmeißt alles, was in der Basis wird, rausgeworfen in Richtung Schiff? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist so ganz funktioniert das nicht, weil.
Ich kann es mal ausprobieren eben. Ich habe bloß weiß, Angst, was Schlimmes passiert dann. Ja, ne, ja okay, ist gut, wir verstehen uns. Ja, ist in Ordnung, jeder nicht. Lieber nicht. Ja. Okay, ich würde sagen, wir machen das uns entweder nächstes Mal vorher außerhalb der Aufnahme per Hand. Ja, das wäre das Einfachste, das heißt, glaube ich. Wir können ja einmal versuchen, ob sich das nächste Woche beruhigt hat, weil der Programmierer-Block immer noch im RAM im Hintergrund läuft. Ich würde das nicht wundern, wenn es so hart wäre irgendwie so. Du weißt nicht, was die alles cachen, die Entwickler hier. Wir können wir können das quasi abdocken, die ganze Base, also den Helicarrier auf eine halbwegs adäquate Höhe bringen, alles ausschalten in der Hauptbasis, damit gar kein Block mehr irgendwas von A nach B zieht. Dann mit dem Bohrschiff andocken, alles ins Bohrschiff schmeißen und hier in den Verbinder schmeißen. Sollte funktionieren. Könnten wir mal probieren. Ja, ich probiere mal was anderes. Ich docke jetzt mein Bohrschiff. Also ich beame mich jetzt mal schnell auf den Helicarrier, weil ich schon in meinem neuen Schlafzimmer aufwachen möchte beim nächsten Mal. Man könnte sich höchstens mal probieren, ob man mit deinem Bohrschiff nicht... Moment, Sekunde. Ob wir das in dein Bohrschiff reinziehen können, was deine Basis ist. Sekunde, nee, der zieht es sofort wieder zurück. Meinst du, ist dasselbe Problem, ja? Also, ja, müsste ja von der Idee her eigentlich sein. Ja. Rover hast du das Ding genannt? Rover hast du das Ding genannt? Ich glaube, das ist noch irgendwie wegen dem Cockpit. Das ist das Rover Cockpit, hast du recht. Ich suche jetzt gerade mal irgendetwas aus deinem Lara-Inventare. Ich finde deinen Frachtcontainer nicht. Ich sehe nur das Cockpit. Ah, da. Großer Frachtcontainer. Sekunde. Die Basis ist orange, ne? Genau. Da. So. Ich bin jetzt dann in der Kryokammer gleich. Nochmal kurzer Check-up. Kryokammer. Ja. Passt alles. Nee, okay, du hast absolut recht. Das hat natürlich denselben Effekt. Also, hat jetzt überhaupt nichts geändert. Ja. Kann ich natürlich auch nicht in den Bohrer ziehen. Also. Ja, denke ich, das ist schwierig. Gut. Oh, ich logge mich dann aber auch in dem Helicarrier aus. Dann kann ich gleich nochmal ausprobieren, ob ich nächstes Mal wirklich da drin auch aufwache. Ganz bestimmt werde ich. Ich habe das mit Liebe gemacht hier. Ja, du weißt, es ist Multiplayer, ne? Und das ist Space Engineers. Das ist halt so eine Sache. Es geht bestimmt. Ja, nur dann prüfe ich das lieber jetzt. Als dass ich das nächstes Mal feststelle, wenn du dann im Weltall hängst und ich spawne in der Basis. Ohne das Teleporter. Ohne Teleporter. Ja, eben. So, ich bin in der Kryokammer. Okay, dann gehe ich da auch mal schnell hin. Meine, ich... Cool, ich kann von der Kryokammer aus Fernsehen gucken. Das ist voll super. Dankeschön. Na toll, und ich kann nur auf die Küche gucken. So eine Scheiße. Okay. Brauchst du nur die Augen aufmachen und dann kannst du schon gucken, lohnt sich das überhaupt jetzt aufzustehen oder ich bleib noch mehr liegen. Ist was besser. Na gut. Dann, meine Lieben, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr Tipps habt für Erklärungen, was da gerade schiefgelaufen ist, her damit bitte. Genau, Ideen wären gut. Ja. Gut, wir hören uns. Okay, macht's gut. Tschüss. Tschüss.